Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf gamingfield.de. Wir befinden uns heute in Graz auf den Linux-Tagen, wie ihr hinter uns seht, in dem FH Joanneum. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, sollte eine richtig coole Messe werden. Und ja, wir gehen jetzt mal rein. Mein Name ist Scheiche Wolfgang und ich bin jetzt seit einigen Jahren hier im Organisationsteam von den Linux-Tagen. Ich habe mich hauptsächlich mit PR beschäftigt im Rahmen der Veranstaltung. Also ich habe Plakate gedruckt, Plakate aufgehängt und so relativ viel Kleinkram. Es gibt unheimlich viel in dem Bereich zu tun. Und für die Veranstaltung selber betreue ich einen Spielestand. Die Veranstaltung wird ausschließlich über Sponsoren finanziert und wir versuchen im Endeffekt Balance zu halten zwischen zahlenden Sponsoren, Firmen, die sich präsentieren wollen, die zahlen dafür, dass sie einen Stand aufbauen oder dass sie einen Vortrag halten dürfen oder einfach in Form von Produktsponsoring, und dadurch auf der anderen Seite den ganzen Leuten, die es in der Community gibt, die teilweise ehrenamtliche Projekte betreuen oder Vereine in der Gegend sind, die irgendwie zum Thema passen, dass man denen eine Plattform bietet und unterstützt, dass sie eben hier bei so einer Veranstaltung zeigen können, was sie tun und präsent sein können. Hallo, also du bist? Kevin. Okay, also was genau verkauft ihr? Also ist das wirklich von Linux oder von der Messe hier? Das ist von uns, also von den Grazer Linux-Tagen. Spezielle Drucke, eben üblicherweise mit dem Namen, also mit dem Datum drauf, dann verweisen wir genau auf diesen Event. Und wir haben aber auch welche ohne Datum, eben mit einem neuen Design, so quer um die Hüfte. Ah, cool, kann ich das mal sehen? Ja. Ganz normales T-Shirt, beginnt quasi mit dem Kopf auf der Vorderseite und endet eben mit den Füßen auf der Rückseite. Das ist cool. Also, wie oft ist die Messe hier? Also jedes Jahr, oder? Jedes Jahr, genau. Regelmäßig jetzt schon zum 13. Mal. So, wir stehen hier jetzt am Stand von Quint Computings, nämlich Yet Another OS, und ich stehe hier mit Viken, der hier auch einen Stand hat und dieses eben verwaltet und betreut. Also, was genau machst du hier? Also, wir arbeiten an einer neuen Linux-Distribution für alle, die es nicht wissen, das. Also generell einem neuen Betriebssystem. Das höhere Ziel davon ist, wir wollen die Hybridgeräte, die Laptops, die man transformieren kann in Tablets, ausnutzen, indem wir zwei verschiedene User-Interfaces zur Verfügung stellen. Eins für Touch, eins für den Desktop. Und die sollen aktiv gewechselt werden. Also kann man das im Prinzip so zusammenfassen, dass es wie Windows 8 sein soll, nur halt besser? Stell dir vor, irgendwer stellt ein neues MMO vor. Was macht ihr? Es wird wie WoW. Nein, es wird nicht wie Windows 8. Natürlich haben wir eigene Konzepte, die wir umsetzen wollen, beziehungsweise erarbeiten wir die gerade. Also, es bleibt spannend. Gibt schon irgendwelche Fortschritte, irgendwas, das du uns erzählen kannst, was ihr schon wisst, was ihr schon genau habt, was ihr macht? Also, wie schon gesagt, ich erarbeite mit meinen Kollegen gerade die Konzepte, wie es aussehen wird, aber wir haben eine kleine Basis erstellt, auf der wir schon zeigen können, dass das System, wie auf der kleinen Demo hier, funktioniert. Also es bootet, wir können uns mit dem Internet verbinden, mit Bluetooth-Geräten. Also es ist schon auf der Ebene, dass jeder, der sich nicht auskennt, das auch starten und bedienen kann. Also das schaffen wir schon. Und für was soll es dann zugänglich gemacht werden? Also eher speziell so auf Textprogramme wie Word oder sonst irgendwas spezifiziert oder auf Games oder was soll es können? Na, im Zentrum steht als erstes mal der
gemeine User. Also es sollte möglichst einfach sein und somit für den normalen User, für Webbrowsing und Text-Editing eben zugeschnitten. Aber man wird keine Probleme haben, wenn man als Gamer Steam verwenden möchte oder irgendwelche anderen freien Spiele. Das kann man alles verwenden und wird natürlich unterstützt, so wie unter Ubuntu. Hallo, also warum bist du genau heute hier? Ich bin heute hier, weil die linuxtagende Institution bin und ich bin hier jetzt schon das erste Mal gewesen, bevor ich das Studieren angefangen habe und seitdem jedes Jahr wieder. Seit 2007 war ich jedes Jahr auf den Linux-Tagen. Und nachdem Open Source und die Community mir ein Anliegen ist, komme ich gerne her, ratsch mit den Leuten, schau mal an, was es Neues gibt. Und also wegen was bist du speziell dieses Jahr hier? Dieses Jahr hauptsächlich um Leute zu treffen eigentlich. Also von der Community so irgendwas? Genau, ja. Und sonst, gibt es irgendwas, das sich so speziell interessiert oder irgendwelche Tipps, dass man sich unbedingt anschauen sollte? Ich freue mich immer auf den Stand vom Realraum zum Beispiel, also vom lokalen Hackerspace. Ich freue mich meistens auf die Keynote. Das Jahr war es auch, hat mir gut gefallen. Sonst haben wir recht viele reguläre Gäste. Vor allen Dingen sitzt neue Linux-Distribution oder was. Also zwei Kollegen sind da, also die lassen sich was Neues einfallen. Okay, super. Danke. Gerne. So, dann stehe ich hier bei dem OWIRT-Stand. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ja. Wer bist du? Mein Name ist René Koch. Ich arbeite als System Engineer für die Firma Siedl Networks in Krems, mache dort Consulting für Virtualisierung und Monitoring. Ja, und betreue hier das OWIRT-Projekt. Was ist das genau? OWIRT ist eine Virtualisierungslösung für einen Enterprise-Markt, also Server-Desktop-Virtualisierung für Datacenter. Also nichts Kleines wie VirtualBox, sondern wirklich eine Alternative, eine Open-Source-Alternative zu VMware, vSphere und vCenter. Und wie muss ich das jetzt ein kompletter Noob vorstellen? Ein kompletter Noob, ist eine Virtualisierungslösung, das heißt, meine Server oder meine Anwendungen laufen jetzt nicht auf einer physikalischen Hardware im Rechenzentrum, sondern virtualisiert. Das heißt, jede Maschine ist eigentlich virtuell nur da und läuft virtuell auf einer gescherten Infrastruktur. Dadurch erspare ich mir extrem viele Kosten, weil ich wesentlich weniger Hardware kaufen kann und die Hardware viel besser ausnutzen kann. Und auf welche Firmen oder welche Art von Firmen wäre das dann spezifiziert oder einfach allgemein? Das Projekt ist eigentlich für alle Firmen interessant, für die Virtualisierung ein Thema ist. Also alle, die klassische VMware-Kunden wären oder Microsoft Hyper-V-Kunden wären, aber eine offene Lösung haben wollen, eine Open-Source-Lösung haben wollen, für die ist das interessant. Also es geht bis in den Bankenbereich, also von der kleinen 10-Mann-Firma mit 10 virtuellen Maschinen bis zu ein paar hunderttausend virtuellen Maschinen. Und also, was sieht man dann da jetzt gerade genau? Also, kann man das vielleicht kurz erklären? Ja, also bei uns am Projektstand haben wir eine Live-Demo. In diesem Fall sieht man das Management-Interface von dieser Lösung. Also eine ganz, ganz kleine Umgebung haben wir hier noch mit 4 virtuellen Maschinen. Also hier sieht man genau die virtuellen Maschinen und die ganze Aufteilung eben in diesem Datacenter-Cluster-Bereich. Also eben so, wie man es auch von der VMware her kennt. Okay. Ja. Wann soll das erscheinen oder ist es schon erschienen? Oder? Das Ganze gibt es seit ein paar Jahren schon. Vielleicht auch zum Projekt Hintergrund. Hinter dem Projekt OWIRT steht groß als die Firma Red Hat. Red Hat ist ja bekannt, ein nicht ganz kleiner Linux-Distributor. Die haben ein kommerzielles Produkt, das heißt Red Hat Enterprise Virtualization, und wir von OWIRT sind das Upstream-Projekt, das heißt die kostenfreie Version. Das heißt, alle Enterprise-Features, die es dann auch im Red Hat-Produkt gibt, die gibt es bei uns in OWIRT kostenlos, kann jeder ausprobieren.
Kurzfrage, wer bist du? Ich heiße Martin Strommer, bin Softwareentwickler und interessiere mich für die Raspberry Pi. Raspberry Pi, du stellst das vor und was genau? Ja, also wir haben verschiedene Projekte, die wir da jetzt am Projekt schon zeigen werden. Das ist zum einen ein Retro-Pi-System, da läuft schon die Raspberry Pi 2, die eine super Performance da bietet und man auch PS1-Spiele und N64-System auch gut emulieren kann damit. Ja, das wollte ich gerade fragen, wegen dem PS1-System auf dem Raspberry Pi 1 liegt die Emulation ja nicht so flüssig, der Ton hat teilweise geleckt. Ja. Ja, und nicht mit 100%iger Geschwindigkeit lief alles. Ja. Das ist jetzt alles ausgebessert, oder? Es hing etwas von dem Spiel selbst ab, ob es gut gelaufen ist oder nicht. Es hat teilweise geruckelt und Soundprobleme gegeben, das stimmt. Mit der Raspberry 2 ist das aber gelöst praktisch, weil da genug Performance drinnen ist in der CPU und damit auch die Spiele gut emuliert werden können. Also wir haben da jetzt auch Tekken 3 zum Beispiel oben, das ganz gut läuft. Das ist eher anspruchsvoll, also Tekken 3 ist mit den alten gar nicht gut gelaufen. Okay, wegen der N64-Emulation, die war auf dem Raspberry 1 ungenießbar. Ja, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Nintendo-Mann und auch nicht N64. Das heißt, ich habe nur so Homebrew-Spiele mir jetzt angesehen, weil die eben frei zur Verfügung gestanden sind und die laufen auf dem System. Also, aber eben ist ein Raspberry Pi 2 System, ich habe es mit der 1er nie ausprobiert, weil ich da schon gewusst habe, dass es Probleme gibt, das zu anspruchsvoll ist. Glaub mir, es war nicht schön. Okay, ja, ich habe es okay. Gehört, ja. Ich habe es gar nicht ausprobiert. Okay, zu den anderen Projekten. Ja. Was haben wir denn? Ja, also was ich entwickelt habe, ist oder was ich aufgebaut habe, ist ein intelligenter Stromzähler, wie man praktisch aus dem bestehenden Stromzähler in gewisser Weise intelligent machen kann. Ein Smart Meter. Ein Smart Meter, ja. Sozusagen, genau, ein Home Smart Meter, wo man nur selbst Zugriff drauf hat. Es ist vorne ein Optosensor draufgekommen, der eben diese Rotmarkierung, die auf der Scheibe drauf ist, einfach erkennt und dadurch durch die Zeitdifferenz, die vergeht zwischen einzelnen Rotmarkierungen, kann man sich den aktuellen Verbrauch herausrechnen, habe das dann auf ein LCD-Display ausgegeben und damit könnte man praktisch auch Aufzeichnungen machen und dann einen Graphen damit machen. Läuft das auf der Debian-Variante oder generell auf Raspbian? Raspbian, läuft auf Raspbian, das ist sogar Raspberry Pi 1 mit nur 256 MB RAM. Also der Aufbau ist relativ einfach, die Schaltung ist relativ einfach. Sie sagen, mit sehr wenig Kosten verbunden, ist eigentlich ein einfaches System. Man muss nur einmal die Idee haben und die Schaltung aufbauen können. Okay, so generell kann das eigentlich jeder machen. Auch wenn man nicht sehr viel Erfahrung hat in dem Bereich. Ja, ich sag mal so, ein bisschen Wissen im Elektronikbereich sollte man schon mitbringen, wenn man also mit Elektronik hantiert. Es gibt sicher andere Systeme, also wir haben ja noch eine Hygrometer-Aufschaltung, die wir so im Bereich Lehrerschulung verwendet haben. Hier ging es vor allem um Verdrahten eigentlich vom vorgefertigten Schaltplänen. Ich sag mal, das ist für den Anfänger nicht so der Einstieg, wenn ich dann nicht so auskenne. Dann ist vielleicht besser, dass ich so mit RFID arbeite, zum Beispiel, das sind so besonders diese RFID-NFC-Systeme, die sind eigentlich direkt nur mit GPIOs verbunden und es gibt schon die fertigen Programme dazu, dann kann ich mir eigentlich nur mehr eine Idee ausdenken, was ich damit machen will. Also wir haben hier eine Karte, die hier die angeschlossene Raspberry Pi Kamera startet. Das heißt, wenn ich das hier drauflege, wird ein Foto mit der Raspberry Pi Kamera erstellt und wenn das rote Licht weggeht, wird das Bild gespeichert. Das war so eine Idee, die wir damit gemacht haben. Dann haben wir hier noch ein einfaches System, auch hier ist ein Funksender. Wir haben hier einen Funkschalter, den gibt es fertig zum Kaufen. Wenn ich diesen Einschalt-Deck rauflege, dann wird der Funkschalter eingeschaltet und hier wird der Funkschalter mit diesem Deck wieder ausgeschaltet. Das ist ein relativ einfach, wo ich nicht viel über Elektronik weiß. Das ist ja nur direkt mit der Raspberry Pi verbunden und da gibt es schon fertige Programme. Die muss ich auch nicht selber entwickeln. Also in diesem Bereich könnte man sicher auch als Anfänger mal einsteigen, sage ich mal. Hier haben wir noch ein Kodi-System, für Einsteiger meiner Meinung nach sowieso das Beste oder das Einfachste, was man machen kann. Man ladet hier ein OpenELEC-Image herunter, steckt es oder speichert es auf eine SD-Karte, steckt die SD-Karte rein und hat schon ein fertiges System, wo man anschauen kann. Verschiedene Filme, es gibt Add-ons dazu, es gibt das ORF-Mediathek-Add-on, es gibt Pro7-Add-on, es gibt Twitch-Add-on zum Beispiel, um Spiele, Videos anzusehen und zum Beispiel, wenn man sich interessiert, ich habe ein eigenes Add-on selbst programmiert, das Add-on für die Grazer Linux-Tage, um die Videos
der Grazer Linux-Tage einfach übers Menü zu starten. Ja, das... Okay, ich stehe jetzt hier am Stand bei Maplet und ich bekomme hoffentlich erklärt, was das genau ist. Okay, das ist ein Webserver-Projekt, das ich vor 8 Jahren angefangen habe. Seit 7 Jahren läuft das Ding produktiv. Das Ding hat alle möglichen Funktionen und es wird bei uns, bei der Magna, im Intranet eingesetzt, auch für die Überwachung und Steuerung von Produktionsanlagen. Und die Software ist Open Source. Also da fühle ich mich eigentlich sehr glücklich, dass ich jetzt wirklich bezahlt dafür wäre, Open Source zu entwickeln. Und also was sieht man da jetzt genau? Das ist jetzt eine reine Demo von verschiedenen Möglichkeiten, die ich habe. Das ist jetzt eine Echtzeitkommunikation mit einer virtuellen Produktionsanlage. Das ist relativ neu, das habe ich erst die Wochen angefangen. Aber ich habe andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, darf ich mal kurz? Fernwarten. Das ist eine Funktion, die ich dann verwende, wenn meine Maus funktioniert nicht, wo ich Rechner verwalte in mein System und dann auch direkt fernwarten kann vom Webbrowser aus. Bei mir in der Arbeit sind so 300 Rechner mit dem System angebunden. Du kannst es im Prinzip wirklich von daheim aus machen, oder? Das funktioniert sehr gut, wie man sieht. Bevor das System funktioniert hat, war ich sehr schlank. Seitdem muss ich mein Büro nicht mehr verlassen. Also, und das Ding hat noch einige andere Funktionen, aber da würden wir vermutlich 4 Stunden noch drüber reden. Also im Grunde einmal also von der Funktion, dass man selber von daheim aus eben auf PCs zugreifen kann, um Wartungen durchzuführen oder so. Das ist ein kleiner Teil davon, ja. Ich mache Echtzeitbuchungen in unserem Materialwirtschaftssystem. Ich kann eigene Nameserver auf dem Ding fahren, vor Mailproxy und alles Mögliche. Und für daheim kann man das auch einsetzen, weil mit dem überwache ich auch meinen Minecraft-Server. Ah, okay. Also sehr breit gestreut. Was ich jetzt das Problem habe, dass das gesamte Projektteam von dem aus mir besteht und ich jetzt Entwickler suche. Alter, na, ist das nicht legendär? Beschreib doch mal, was du gerade tust, was du gerade siehst. Also, Team Fortress 2, ich werde gerade abgeschossen. Und. Ja, na, oder fuck. Hallo, kann ich gleich. Was macht ihr da? Hört auf damit, ich verliere. Waschpresse.
Yo, willkommen auf der Endcard. Ja, wir hatten einen schönen Tag hier im FH Joanneum in Graz bei den Linux-Tagen 2015. Ich habe jetzt hier noch einen Pinguin und den werde ich jetzt behalten. Ne, werde ich nicht. Ich werde ihn zurückgeben, weil der gehört nicht mir. Ja, klickt auf jeden Fall auf unser letztes Video rechts oben. Und ja, von der Button, wenn ihr die Reportage sehen wollt, dann rechts unten. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß auf unserem Kanal. Abonnieren nicht vergessen und ein Gefällt mir, einen Daumen nach oben, wenn es euch richtig gut gefallen hat. Dann bis zu einem anderen Video, bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute, und habt einen nicen Day.